anschließen. Abbauen, jawohl, abbauen. So, das wäre geschafft. Eine tolle Reise gehabt. Das erste Mal in Silberlingen gefahren, in den neuen. War sehr angenehm. Tolle Wagen. Ja, und der Kaffee in der Bahnhofsgaststätte und Bockwurst mit Brötchen, das war ein ganz großer Genuss. Ja. Ja, was mache ich jetzt eigentlich? Wo bin ich jetzt hier? Hallo, lieber Frank. Ehe wir aufklären, was wir hier heute machen, holen wir dich erstmal zurück in die Gegenwart. Hoi. Ach, Jürgen, grüß dich. Hallo, Frank. Du bist ja hier. Ja, wie war deine Reise? Au, du hast mich aus meinen schönsten Träumen geholt. Liebe Freunde, eine Fahrt mit Silberling. Werksneu. Und eine wunderschöne Dampflok dran. Und du hast meinen Traum zerstört. Es tut mir leid, aber vielleicht schaffen wir es ja, dass wir den Traum von einigen Modelleisenbahnern dafür heute erfüllen können. Deswegen sind wir nämlich hier. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Willkommen, liebe Freunde, zur Sommerneuheitenvorstellung von ESO. Ja, Jürgen, nun lüfte das Geheimnis. Was hast du uns mitgebracht? Ja, Frank, wir haben nach langer Vorbereitungszeit, seit 2014 arbeiten wir daran, es endlich geschafft, ein neues Dampflokmodell auf die Beine zu stellen, nämlich die preußische T18, auch bekannt aus Baureihe 78, die wir hier heute erstmalig präsentieren wollen. Ja, und in wie vielen Modellvarianten, darf ich schon mal vorweg fragen, kommt denn diese T18 sozusagen? Die Lokomotiven kommt gleich von Anfang an in 4 Varianten in allen üblichen Epochen. Wir fangen an bei der Länderbahn-Variante, gehen dann rüber über die Epoche 2, DAG. Es gibt aber auch eine DB-Epoche 3 und eine DB-Epoche 4 Variante. Das ist schon allerhand, würde ich sagen. Ja, und bevor wir nun zu den Modellen kommen, liebe Freunde, einen kleinen Ausflug in die Geschichte dieser Lok. Die bei der Stettiner Lokfabrik Vulkan entwickelte T18 geht auf den Wunsch mehrerer preußischer Eisenbahndirektionen nach einer Tenderlok zurück, die in der Lage sein sollte, vorwärts und rückwärts mindestens 90 km/h zu erreichen. Die zwischen 1912 und 1927 in 462 Exemplaren von verschiedenen Herstellern gebaute T18 gilt als die erfolgreichste Länderbahn-Personenzug-Tenderlokomotive und wurde bei der Deutschen Reichsbahn bis 1972 und bei der Deutschen Bundesbahn sogar bis 1974 eingesetzt. Das symmetrische Fahrwerk ermöglichte gleich gute Fahreigenschaften in beiden Richtungen. Der in den Grundzügen von der G8 stammende Kessel hatte seine Tauglichkeit zum Fertigungsbeginn der T18 bereits bewiesen. Mit einer Leistung von 1140 PS und der Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h ab der 11. abgelieferten Maschine auf 100 km/h erhöht, setzte man die Loks auch vor leichten Schnellzügen ein. Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Deutsche Bundesbahn Versuche mit geschobenen Zügen wieder auf, um die Wendezeiten von Nahverkehrszügen zu verkürzen. Dazu rüstete man etliche der 424 bei der Deutschen Bundesbahn verbliebenen Loks mit einer indirekten Wendezugsteuerung der Firma Hagenuck aus. Dabei saß bei geschobenem Zug der Lokführer im Steuerwagen und übermittelte die Fahrbefehle per Befehlsgerät dem auf der Lok befindlichen Heizer, der den Regler betätigte. Also in dem Falle war auch der Heizer mal so quasi ein kleines bisschen ein Lokführer. Sobald der Lokführer die Bremsung einleitete, wurde automatisch druckluftgesteuert vom Steuerwagen aus der Regler geschlossen.
Später baute man die Wendezugsteuerung aus den meisten 78-0-5 aus und setzte die Loks wieder im leichten Personen- und Güterzugdienst ein. Die Deutsche Bundesbahn zog ihre Preußinnen Anfang der 1970er Jahre in Baden-Württemberg zusammen. Die Deutsche Reichsbahn der DDR konnte nach dem Zweiten Weltkrieg auf 53 Loks der Baureihe 78 zurückgreifen. Und um die Sicht des Lokführers zu verbessern, erhielten einige Maschinen kleine Windleitbleche. Soweit der klitzekleine, sicherlich hier und da nicht ganz vollständige Bericht aus der Geschichte der Baureihe 78. Und das finde ich ja schon mal ganz interessant. Ja, das Schöne an der Baureihe 78 ist nicht nur ihre symmetrische Form vom Fahrwerk her, sondern eben auch, dass sie eine sehr lange Einsatzgeschichte hat. Und ich glaube, jeder Modellbahner kennt zumindest vom Modell her diese Lokomotive, die, wie ich meine, auch sehr formschön gelungen ist. Genau, und was für mich auch immer überraschend war, als ich mich mit der Geschichte dieser Maschine befasst habe, dass so eine, ja, Tenderlok, die immerhin 17 Meter Gesamtlänge auf die Schiene bringt, im leichten Schnellzugdienst eingesetzt war. Das war ja so ein bisschen ein Novum für solche Lokomotiven. Genau, und das hat uns eben auch bewogen, diese Lok auszusuchen als das zweite Dampflokmodell in der Engineering Edition Serie, weil man sie sehr universell eben auch einsetzen kann. Und man kann, liebe Freunde, um das mal vorweg zu sagen, diese Lok wunderbar einsetzen mit den ESO Silverling. Genau, das war natürlich auch ein Aspekt für diese Modellwahl. Hast du sehr richtig erkannt, Frank. Lässt sich also ganz wunderbar kombinieren und man kann auch die Silberlinge als Wendezug ganz normal fahren, so wie sie das also auch schon im Echt hatten. Genau, wir haben die Silberlinge ja sowohl in Epoche 3 als auch in Epoche 4 mit den Steuerwagen eben auf den Markt gebracht und da passen natürlich diese Loks hervorragend dazu. Nun haben wir ja, liebe Freunde, Sie haben es ja auch schon im Intro gesehen, einen kleinen Fahrbericht dieser Lok bei der Modellbundesbahn in Brakel gemacht. Da passte die Maschine ja wunderbar auf die Anlage. Und nochmals vielen Dank, liebe Freunde, nach Brakel, dass ihr uns so herrlich unterstützt habt dabei. Da ist mir aufgefallen, ich weiß, dass ESO, sagen wir mal so, ESO ja Maschinen immer vollständig mit technischen Features ausstattet, da gibt es nichts mehr dran zu meckern, das ist alles da. Aber was ist neu an dieser Lok? Also bei der T18 wollten wir natürlich zu dem, was wir alles schon machen und auch schon vorgestellt haben, noch eines draufsetzen, weil wir suchen ja immer die technischen Limits. Und deshalb hat es auch bei dieser Lok ein bisschen länger gedauert, als ich es eigentlich ursprünglich erhofft hatte. Die T18 ist das erste ESO H0 Modell, was mit einer synchronen Doppelraucheinheit ausgerüstet wird. Das ist der Hammer, liebe Freunde. Und das wollen wir Ihnen auch gleich nochmal zeigen. Ja, das stimmt. Diese Doppelraucheinheit bedeutet im Prinzip, dass beim Anfahren der Lok auch unten aus den Zylindern eben Dampf abgelassen wird, was beim Vorbild ja im Prinzip zum Aufwärmen der Zylinder gedacht ist, wenn die Lok lange stand, dass man die ganzen Zylinder eben entwässert. Und das gibt natürlich diesen typischen Anfahreffekt, den jeder kennt, der schon mal eine Dampflok gesehen hat. Und wir wollten bei dieser Lok das eben nachbilden. Und trotz des eher geringen Kesseldurchmessers und doch überschaubaren Platzaufkommens in der Lok ist es uns gelungen, dass wir das alles technisch unterbringen. Es ist vor allen Dingen sehr beeindruckend, wie du schon sagtest, wenn die Lok losfährt, dass da oben und unten Dampf rauskommt. Ist jetzt ein größerer Tank drin für diese Raucheinheit oder? Also die Umsetzung ist so, dass wir einen gemeinsamen Tank für beide Raucherzeuger besitzen. Das heißt, sie müssen nur einmal oben Dampföl einfüllen. Man braucht also nicht mit zwei Tanks oder so sich rumzuärgern, hätte ich fast schon gesagt. Ja. Aber es ist ansonsten eine vollständig getrennte Raucheinheit mit zwei Lüftermotoren und Ventilatoren und Heizungselementen, die eben abhängig von der Fahrsituation individuell angesteuert werden. Jetzt haben wir Ihnen sicherlich schon ein bisschen den Mund wässrig gemacht, liebe Freunde. Aber bevor wir dazu kommen, zu den einzelnen Fahrvideos, erst nochmal die Erklärung, was diese Lok alles an Bord hat, beziehungsweise wie diese Lok zu Ihnen nach Hause kommt. So, fangen wir mal mit Chassis, Rahmen und Wasserkästen an und natürlich auch die Rauchkammer und die sind aus Metall. Genau, die Lokomotive ist weitgehend aus Metall gefertigt. Das heißt, die wesentlichen Kesselelemente, aber auch die Wasserkästen und der Umlauf sind aus Zinkdruckguss.
Das machen wir natürlich auch, um ein gewisses Gewicht auf die Schiene stellen zu können, weil innen drin ist ja relativ viel Elektronik, da kann man also nicht mit Gewichten arbeiten. Wir haben einen Glockenankermotor verbaut, der auch relativ wenig Platz benötigt natürlich, und insofern haben wir natürlich erstens mal den Platz gewonnen für die Technik, aber durch das Zinkdruckguss hat die Lok trotzdem ein ordentliches Gewicht. Und ein Glockenankermotor, wissen wir ja aus der Vergangenheit, dass diese Motoren super weich laufen. Genau, das ist bei uns natürlich auch wichtig. Und natürlich haben wir auch sehr viel Wert auf die einzelnen angesetzten Details gelegt. Wir haben ja vier Varianten sozusagen gleich am Anfang im Angebot. Die haben allesamt unterschiedliche Kessel mit drei Domen, mit zwei Domen, mit Sandkasten, ohne. Die haben unterschiedliche Aufsätze für die Kohle, also niedrige, flache, aber auch die hohen Aufsätze. Die hohen Aufsätze waren bei der Deutschen Bundesbahn zum Beispiel, ne? Genau, um die Vorräte zu erhöhen. Mhm. Ursprünglich waren die eben nicht da. Wir haben aber natürlich auch die ganze Verrohrung passend eben geändert und natürlich auch die Lichtanlage. Also die Länderbahn hat natürlich größere Länderbahnlampen und die DB hat dann eher kleinere gekriegt. Solche Unterschiede sind natürlich die Modellbahnen dann nicht nur von uns, sondern allgemein schon gewohnt. Mhm. Da können Sie sich sicher sein, dass wir das alles richtig umgesetzt haben. Wir haben aber auch in der Detaillierung darauf geachtet, dass wir das Ganze hochwertig machen. Die Luftpumpe zum Beispiel ist ein Messing-Druckguss oder Schleuderdruckteil. Also wirklich in Einzelserie, nicht aus Kunststoff irgendwie gespitzt, sondern aus Metall geschleudert und dann verputzt und angesetzt, dass das besonders plastisch aussieht. Okay. Ja. Also es sieht plastischer aus, als wenn ihr das gespritzt hättet mit Kunststoff. Ja, also tatsächlich sieht es einfach noch ein bisschen scharfkantiger aus und noch näher am Vorbild. Und es ist auch mehrteilig. Aus Messing. Ja. Ich fasse es nicht, liebe Freunde. Hier wird also wirklich geklotzt und nicht gekleckert. Aber es gibt ja auch noch eine andere Geschichte, nämlich die Loklaternen sind freistehend. Natürlich. Und auch sehr schön detailliert. Die Loklaterne muss man natürlich bei so einem Modell freistehend machen, weil sie auch beim Vorbild so waren. Wir haben natürlich zwei verschiedene jetzt im Anfang an Laternen. Und wir haben allerdings die LED-Beleuchtung unten in der Lok versteckt und arbeiten mit speziell geformten Lichtleitern, sodass also auch die Lichtpunkte, die aus den Laternen rauskommen, doch diesen typischen Flackerlicht oder Effekt wiedergeben oder diese altmodischen Glühbirnen, die ja mit den heutigen Lampen nicht zu vergleichen sind. Also, liebe Freunde, die Lok, so wie sie hier steht, vor uns stehen, und Sie werden es ja dann gleich auch noch im Bild sehen, sind wirklich hervorragend detailliert. Hier kann man also wirklich nicht meckern. Da muss ich sagen, gut ab, Jürgen, haben eure Leute wirklich wieder gute Arbeit geleistet. Danke, Frank. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Ausführung. Also, ist ein tolles Schätzchen. Kommen wir mal zur Elektronik und zu der eingebauten Elektrik. Es ist ja fast Usus zu erklären, dass die Lok für AC und DC-Betrieb vorbereitet ist. Genau, also auch bei dieser Lok ist es natürlich so, dass wir unten diesen Steckschleifermechanismus haben. Das bedeutet, wenn man auf Wechselstrom fährt, baut man eben den Schleifer hin und hat dann noch einen Umschalter, wo man zwischen AC und DC umschaltet. Ich glaube, das sind die mittlerweile gewohnt, die Leute. Das ist ja jetzt bei jedem Modell so. Das ist natürlich nur ein Aspekt, dass die dann auf Gleich- und Wechselstrom gleichermaßen fährt. Die 78er hat ein bisschen die Problematik mit diesen zwei Drehgestellen vor und hinter dem Laufradsatz. Wir haben da eine spezielle Kulissenführung eben entwickelt, dass die Lok auch bei kleinstem Radius 360 zuverlässig durch die Kurven kommt. Bei uns war natürlich auch wichtig, dass der Zylinderabstand vorne vorbildgerecht ist. Manchmal behilft man sich damit einem Trick, dass man die Zylinder ein bisschen weiter nach außen setzt, damit das Vorlaufdrehgestell in der 360-Grad-Kurve ordentlich sich ausschwenken kann. Mhm. Wir wollten das aber nicht machen, weil das irgendwie ein bisschen klobig aussieht, sodass wir hier doch eine recht aufwendige Kulissenführung konstruiert hatten. Diese Kulissenführung hat aber den Vorteil, dass wir erstmalig bei einem H0-Modell, auch bei der 78er, einen Kurvensensor verbauen konnten. Weil der Kurvensensor benötigt ein ausschwenkendes Drehgestell, und das habe ich jetzt natürlich in dem Fall vorne und hinten, sodass wir auch diese Funktion, die die ESO-Fans schon von den diversen Drehgestell-Diesel- und E-Loks kennen, auch bei einer Dampflok verwirklichen konnten.
Das ist sehr wichtig, denke ich mal, denn nichts ist schöner, als wenn eine Lok über etwas abgefahrene Schienen fährt in die Kurven und man hört dieses Quietschen. Sofern man nicht neben dieser Kurve wohnt, im echten Vorbild und sich daran stört, ist es natürlich für die Modellbahn ein wunderschönes Feature. Natürlich. Es kann natürlich sein, dass die Modellbewohner auf ihrer Anlage vielleicht eine Protestaktion starten, da muss halt eine Schallschutzwand. Das müsste man dann im Einzelfall mit diesen Betroffenen klären. Ja, zu diesem Thema AC/DC, sage ich mal, nee, Quatsch, AC/DC, kommt natürlich auch die verbaute Elektronik und da ist ja auch das Neueste drin. Genau, auch in der 78 ist ein Loxon 5-Decoder verbaut, der natürlich protokollmäßig mit allen bekannten Zentralen einzusetzen ist, also von DCC mit Raycom Plus angefangen, über die ganzen Märklin-Zentralen mit MFX-Anmeldung, aber auch für die Besitzer von älteren Loks haben wir die älteren Protokolle wie üblich noch drin. Mhm. Also wir haben ja den Anspruch, dass die Lok wirklich auf jeder Anlage laufen soll mit den maximal möglichen Funktionen. Und das ist natürlich auch bei der Lok der Fall. Nun ist auch sicherlich, wie gewohnt bei euch, ein Powerpack sicherlich drin für eine unterbrechungsfreie Fahrt, wenn es mal etwas schwierige Strom- oder Gleisabschnitte gibt. Das stimmt, es ist ein Powerpack verbaut. Wiewohl man sagen muss, die Stromaufnahme bei der Lok erfolgt erstens mal über alle drei Treibradsätze, natürlich links und rechts. Und bei den Vorläufern haben wir immer noch die beiden linken und bei dem rückläufigen Drehgestell die beiden rechten Räder auch noch zur Stromversorgung herangezogen. Sodass man eigentlich sagen kann, über fünf Achsen wird auf jeden Fall Strom abgenommen, sodass wir eigentlich der Meinung sind, es sollte hier keine Probleme geben. Ja, da bräuchte man ja fast kein Powerpack, denn ich denke mir ja mal, dass diese Lok ja, ja so lang ist, 170 mm. Ne? Ja, der Powerpack ist natürlich immer schön zu haben. Erstens mal, wenn die Schienen etwas unsauberer sind und es dient natürlich auch dazu, höhere Stromverbräuche durch diese Doppelsmoken ein bisschen auszugleichen. Doppelsmoken ist wieder das Stichwort. Muss ich erwähnen, dass der Rauch getaktet ist? Ja, das sollte man vielleicht noch mal erwähnen. Ist für uns eigentlich selbstverständlich. Das bedeutet natürlich getaktet, dass der Rauchausstoß oben aus dem Schornstein synchron natürlich synchron mit der Radumdrehung eben erfolgt. Wobei es hier auch bei der T18 so ist wie bei der BH94.5, dass wir einen Radsensor verbaut haben mit 4 Magneten. Mhm. Das bedeutet, dass nicht das Ganze elektronisch gesteuert wird, was der Decoder könnte. Aber uns war wichtig, dass wir das exakt mit der Radumdrehung oder mit der Stellung des Pleuels oder halt des Gestänges eben synchronisieren. Das heißt, wenn man weil die hat ja sehr große Räder, die Lok, wenn man also bei der Langsamfahrt das Ganze verfolgt und beobachtet, kann man genau sehen, wenn der Zylinder sich dem Todpunkt nähert, dann kommt wirklich der Dampfstoß. Und es ist ja auch wirklich so, das habt ihr auch wirklich wunderbar hingekriegt, denn der erste Dampfstoß kommt ja erst, da rollt die Lok ja schon an, da ist ja erst dieses wunderbare Zischen zu hören. Und dann setzt sie sich schon langsam in Bewegung, wenn die Zylinder gefüllt werden. Und dann kommt der erste. Genau, im Prinzip wie beim Vorbild. Ja, kann man nicht meckern. Mehr kann man dazu nicht sagen. Genau. Ja. Und damit man das auch richtig hört, sind wieder Doppellautsprecher. Genau, wir haben in diesem Fall auch wieder zwei von diesen Zuckerwürfeln, also Sugar Cube auf Neudeutsch verbaut. Die sind dieses Mal hinten im Kohlekasten und strahlen nach unten weg, sodass sie diese Charakteristik der Lok sehr gut wiedergeben. Die ist jetzt vom Bass natürlich schon von beim Vorbild hier nicht so basslastig wie jetzt, sagen wir mal, ein Jumbo oder so, weil sie doch eine relativ alte Konstruktion noch ist. Was aber halt sehr charakteristisch für die T18 ist eben diese sehr helle Länderbahnpfeife. Und die kommt natürlich mit diesen zwei Sugar Cubes sehr, sehr gut zur Geltung. Ja, und wenn wir jetzt schon beim Fahren sind, es ist ja mal schwierig, Loks abzukuppeln vom Zug. Auch da habt ihr euch was Besonderes einfallen lassen. Ja, auch die T18 kommt mit einer digitalen Kupplung, die wir vorne und hinten werkseitig verbauen. Das ist jetzt die allerneueste dritte Generation von ESO-Digitalkupplung, so wie wir sie letztes Jahr mit der KG230 einführten. Diese Kupplung kann man natürlich nicht nur auf Knopfdruck entkuppeln, sondern sie hat auch den Vorteil, dass sie mit allen Bügelkupplungen inklusive Märklin-Kupplungen tadellos funktioniert. Und sie hat auch eine Höhenverstellung drin. Das heißt, die Kupplung ist im Schwalbenschwanz geführt. Je nachdem, wie halt die Justage des vorhandenen Wagenmaterials ist, kann man die Höhe optimal eben anpassen. Also wie bei der KG230 kann ich die Kupplung auch noch ein bisschen
in der Höhe verschieben, sodass sie also auch wirklich optimal an die zu kuppelnden Wagen. Genau, weil da gibt es zwar NEM-Normen, wie hoch die Kupplungshöhe sein muss. Wir hatten aber auch auf die harte Tour lernen müssen, dass es hier erstens Toleranzen gibt und zweitens, die sind so großzügig dimensioniert in der NEM, dass das unter Umständen schon erforderlich ist. Ja, so, dann die digital fernsteuerbaren Kupplungen haben wir gerade besprochen. Selbstverständlich ist auch eine Fahrwerksbeleuchtung dabei, wenn es mal glitschig wird, dass der Lokführer aussieht, dass die Räder nicht durchdrehen. Dann auch, eigentlich Usus, Federpuffer, ganz klar. Ja, Puffern richtig. Zum Federn gelagert. Die Metallräder hattest du am Anfang schon mal angesprochen. Wunderbar geätzt und auch wirklich vom Radsatz her ziemlich nah am Vorbild, würde ich sagen. Also sieht schon richtig gut aus. Also bei den Rädern, die sind natürlich vollständig aus Zinkdruckguss erstmal gespritzt, dann werden die abgedreht und eben ausgewuchtet, dass das eben alles sauber läuft. Und auch die Gestänge sind nicht irgendwie aus gestanztem Blech oder so, sondern das sind wirklich Spritzgussteile, die dann eben verputzt werden. Das gibt nochmal einen sehr, sehr plastischen Eindruck vom Fahrwerk wieder. Und wir haben uns natürlich bemüht, dass wir das farblich und auch von der ganzen Optik sehr von der Detaillierung entsprechend abstimmen. Und da muss ich dem Jürgen Lindner recht geben, denn es sind ja, wie gesagt, nicht nur die Abstimmung passt richtig, sondern es sind ja auch noch Aids-Schilder zur Selbstmontage dabei. Ja, das stimmt. Einige Varianten hatten im Original eben Schilder, die angesetzt waren. Aus technischen Gründen haben wir uns entschlossen, dass wir diese Aids-Schilder beilegen, sodass die der Modellbahner, wenn es wünscht, selber anbringen kann. Das macht der Vitrinenbahner sicherlich, aber im Betriebsumfeld ist es manchmal besser, man lässt die weg. Selbstverständlich sind die Betriebsnummern auch zusätzlich aufgedruckt. Aber zum Finish ist das schon eine tolle Sache, denke ich mal, wenn da so ein Ätzel dran ist. Das macht auch die Lok eigentlich vom Aussehen her richtig rund. Ja, natürlich. Das ist dann sicherlich das berühmte Tüpfelchen auf dem I. Genauso wie ich auch noch erwähnen wollte, dass wir natürlich neben der Fahrwerksbeleuchtung auch noch die komplette andere Beleuchtung eben korrekt drin haben. Das heißt, wir haben natürlich wieder eine Führerpultbeleuchtung, also eine Führerstandbeleuchtung, die von oben eben den Führerstand beleuchtet. Wir haben auch eine Beleuchtung in der Feuerbüchse. Das heißt, immer wenn das Kohleschaufeln das kommt, dann flackert es dann natürlich. Mhm. Kennt man schon von Dampfloks irgendwie, glaube ich, die Leute erwarten es auch fast schon. Und natürlich haben wir die vorbildgerechte Spitzenbeleuchtung, die normalerweise 2 bzw. 3 weiße plus 2 rote hinten hat. Und das wechselt dann je nach Fahrtrichtung? Genau, man kann es natürlich auch abschalten, wenn ich jetzt im Schubbetrieb, im Endezugbetrieb bin, kann ich natürlich die Lampen vorne, also zugseitig abschalten. Ich kann aber auch eine Rangierbeleuchtung, das ist nur eine einzelne weiße eben dazu schalten. Genau, das gehört ja eigentlich dazu, das war ja eigentlich das übliche Rangiersignal. Ja, richtig. Und das ist halt bei der Lok ein bisschen eine Herausforderung gewesen, weil durch die Anordnung, diese freistehende Anordnung der Loklaternen, mussten wir halt mit den Lichtleitern sehr Obacht geben, dass das alles auch passt. Wie lange habt ihr denn daran rumgefummelt? Tatsächlich haben wir die Lok schon angefangen im Jahr 2014. Also sehr lange gehen wir da schon mit der Lok sozusagen schwanger. Wir hatten sie nie mit sehr hoher Priorität, all die, weil ja wir auch andere Loks-Projekte hatten, die sich ein bisschen verzögert hatten. Mittlerweile waren wir dann aber auch so weit, dass wir technisch das Ganze nochmal überarbeitet hatten. Letztendlich haben wir sie zweimal konstruiert. Und mit diesen Erfahrungen, die wir von den früheren Lokmodellen, auch von denen, die nicht so optimal liefen, gesammelt hatten, muss ich sagen, ging es dann eigentlich relativ flott. Ja. Also als das erste Muster hier da stand, war schon klar, oh, die ist eigentlich schon ziemlich reif, die können wir jetzt sehr schnell in Produktion bringen. So, natürlich liegt in der Verpackung noch was bei, neben den Aids-Schildern die Pipette zum Befüllen. Und dann ist eigentlich das ganze Lokmodell schon ziemlich fertig. Da muss ja eigentlich gar nichts mehr groß dran gerüstet werden, noch Luftschläuche und. Also wir haben Kolbenschutzrohre natürlich oder Stange natürlich mitgeliefert. Ansonsten ist die Lok komplett zugerüstet, wie immer bei ESU. Wie immer. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, Jürgen, jetzt haben wir sehr viel über die Ausrüstung und über die Technik der Maschine gesagt. Nun wollen wir natürlich auch den Modellwanner nicht länger warten lassen und wollen das Ganze mal jetzt praktisch hier auf unserer Anlage vorführen. Da können wir sicherlich das ein oder andere nochmal vertiefen über das, was wir gerade gesprochen haben. Aber ich glaube, darauf warten die Modellwanner jetzt ganz bestimmt. Da bin ich mir sehr sicher, Frank. So, jetzt nehme ich mal die Schiene weg und greife zuallererst zu dem geöffneten Modell.
Ich glaube, da sollten wir erstmal einen Blick drauf werfen, bevor wir uns die Loks außenrum im Einzelnen anschauen. Man sieht also hier nochmal wunderbar diese Platine. Ist sehr klein geworden. Ja, es ist natürlich der Kesseldurchmesser begrenzt bei der Lok, aber wie man vielleicht schon sieht, man braucht also keine Angst haben, da ist jetzt kein Kabelwirrwarr oder sonst was drin. Die Lok ist insgesamt sehr aufgeräumt. Innen drin sind so gut wie keine Kabel und trotzdem ist alles da. Hier drunter sitzt der Raucherzeuger, ist das richtig, hier unten drunter? Das ganze Ding hier ist der Raucherzeuger, Frank. Okay. Der ist relativ lang und natürlich auch nur gesteckt. Ich kann ihn mal kurz entnehmen. Dann sieht man eben auch, dass der unten zwei Lüfter hat, weil die ja komplett getrennt sind und natürlich einen Auslass nach oben hat für den Rauch, den man eben kennt und eben noch eine zweite Öffnung, die nach unten dann geht und zwischen den Zylindern rausgedrückt wird. Also das kommt von oben. Also praktisch der drückt von hier oben raus zum, zum Schlot sozusagen und nach unten. Und nach unten, das kommt alles aus dem Teil hier oben. Genau, das ist eine einzige Smoke Unit, die man auch relativ leicht durch den Kessel sozusagen, durch die Rauchkammertür eben auswechseln kann. Ich mache es jetzt bloß der Darstellung halber wieder hin. Ja, genau. Und ansonsten sieht man hier eben noch den Decoder quer, das sind die Powerpack-Kondensatoren. Mhm. Hier unten liegt die Hauptplatine, wo auch die LEDs für die Triebwerksbeleuchtung mit drauf sind. Mhm. Dann gibt es hier noch eine kleine Platine für die Innenraumbeleuchtung bzw. das dritte Spitzenlicht hinten. Mhm. Und was man vielleicht hier noch sieht, das Messingfaden ist die Schwungmasse vom Glockenankermotor. Der ist also sehr klein ja eben und ist quasi unter dem Führerhausboden versteckt. Mache ich das mal so, dass man es auch sieht. Da sieht man auch am rechten Ende von mir gesehen den Glockenankermotor sitzen, also ziemlich versteckt. Und die hat schon ordentliches Gewicht, das kann man schon sagen. Obwohl ja sogar noch das Gehäuse fehlt. Was man übrigens auch sieht hier, das ist das schwarze große Teil, das ist die Doppel-Lautsprechereinheit mit diesen Schallkapseln. Ja. Und was ich noch zum Antrieb sagen wollte, die letzte Achse wird angetrieben durch das Getriebe und die anderen werden durch die Kuppelstange mitgenommen. So, das gibt also einen wirklich sehr, sehr leisen Lauf, weil eben nicht so viel Zahnräder drin sind. Das kann ich Ihnen wirklich bestätigen, liebe Freunde. Wir waren ja, es hatte sie am Anfang gesagt, in Brakel bei der Modellbundesbahn. Nochmals, wie gesagt, an der Stelle vielen Dank, wir hatten viel Spaß. Und die Lok hat hervorragend dahin gepasst, dachte ich so. Ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also auch von meiner Stelle nochmal danke an Karl und an Norbert, dass sie uns das ermöglicht haben. Und da ist sie zu Hause. Genau. So, zum passe ich nochmal hierher, mal ein bisschen drüber. Ich hatte vorhin gesagt, mit den Federpuffern, ich glaube, man sieht es. Man kann also hier wunderschön das beobachten. Dann die freistehenden Laternen hier nochmal. Wobei man das hier hinten eigentlich fast besser sieht, wenn ich diesen Kasten davor habe. Ich muss mal ein bisschen drehen. Ja, sehen Sie hier diese freistehenden Laternen. Man traut sich ja fast nicht anzufassen. So. Ja, die Laternen selber sind natürlich gesteckt, aber dadurch, dass die auch durch die Lichtleiter stabilisiert sind und nicht mehr irgendwelche Fädeldrähte benötigt werden, wie man es früher mal machte, ist die ganze Lok sehr aufgeräumt. Genau. Ich kann das ja hier jetzt mal ein bisschen zeigen. Ja. Also hier kommt natürlich wieder der klassische Steckschleifer zum Einsatz, den die Wechselstrombahner brauchen und der natürlich für die Gleichstrombahner relativ leicht zu entfernen ist. Ja, zack. Ups, schon ist er weg. Und was man jetzt hier auch sieht, wenn ich das richtig in die Kamera halte, da kommt jetzt so ein kleiner blauer Druckschalter zum Einsatz, mit dem ich eben umschalten kann mit einem kleinen Schraubenzieher oder Stift zwischen Gleichstrom- und Wechselstrombetrieb. So wie wir es bei der V200 schon kennengelernt haben. Genau, bei der V200 ist dasselbe im Einsatz. Mhm. Wir haben an anderer Stelle, wo es platzmäßig besser geht, auch einen Schiebeschalter. Ein Schiebeschalter. Die Funktion ist die gleiche. Und liebe Freunde, was mir, wenn wir schon das Modell hier so unten rum haben, nochmal, vielleicht kann man es sehen, ich weiß es nicht. Man sieht an den Rädern, Moment mal, ich muss die etwas vorsichtig anfassen. So, auch hier unten, schon von der Detaillierung her, diese Sandfallrohre, es ist beeindruckend. Gucken Sie sich das mal an. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich hoffe es. Ganz fein, die Sandfallrohre. Mensch, Jürgen, Wahnsinn. Ja, also wir haben uns natürlich schon die Mühe gemacht, dass wir alle Teile da dran machen. Ja. Was aber tatsächlich in der Praxis wesentlich schwieriger war, aber auch letztendlich für den Betriebseinsatz unumgänglich, sind diese kulissengeführten Vorläufer und Nachläufer. Ja, das sieht man auch sehr schön. Man kann es vielleicht noch mal etwas genauer reinhalten. Ich halte es mal fest. Und du musst richtig. Also wie gesagt, das Ganze ist zweiteilig. Einmal natürlich das Drehgestell selber ist auf einer Führung und
die Kupplung ist nochmal extra auf einer eigenen Führung. Das war von der Mechanik her etwas schwer umzusetzen, hat aber natürlich jetzt im Endeffekt den riesen Vorteil, dass wir wirklich auch gut durch einen Industrieradius durchkommen, ohne dass wir die Zylinder hier in irgendeiner Form weiter nach außen hätten setzen. Und es ist auch sehr schön nochmal zu sehen, wie beweglich ja, diese Vorläufer sind, denn manchmal hat man ja störrische Loks, dann entgleisen die Dinger und so weiter, dann laufen die nie richtig mit. Wahnsinn. Da steckt relativ viel Abstimmungsarbeit dahinter mit Federdruck und so weiter, dass das aber richtig sozusagen auf die Schiene geht. Ich glaube, jeder, der sich mit Dampfloks schon mal beschäftigt hat im Modell, weiß, wovon ich momentan rede. Mhm. Aber insgesamt muss ich sagen, sind wir vom Resultat eigentlich sehr, sehr beeindruckt bzw. zufrieden. Ich würde sagen beeindruckt. Also ich bin beeindruckt. Jedes Mal, wenn man so ein kleines Wunderwerk der Technik hier sieht und du erzählst einfach so, was da so alles drin ist, es macht schon sprachlos. Wo ist das Ende der Fahnenstange? Die Elektronik wird so klein, bis sie verschwindet, oder was? Also verschwinden sollte sie hoffentlich nicht, sonst wären wir ja auch überflüssig. Aber natürlich ist schon richtig, dass bei der Lok wir schon alles reingepackt haben, was machbar ist. Natürlich versuchen wir immer, wenn es die Technik hergibt und die Liefersituation noch mehr zu machen, sodass wir für jedes neue Modell vielleicht noch ein bisschen mehr draufpacken können. Aber ich würde sagen, insgesamt ist bei der Lok schon sehr viel Technik und Detail vorhanden. So, jetzt haben wir in das Innenleben geguckt, liebe Freunde. Und jetzt haben wir doch hier wunderbare vier Loks stehen. Ich habe schon ganz kribbelige Finger. Um diese Loks jetzt mal zu präsentieren. Mit welcher fangen wir denn an? Ich würde sagen, fangen wir chronologisch an und fangen mit der Länderbahnvariante an. Wir nehmen sie mal schnell hier runter. Das ist die erste, die eben auch im Vorbild gebaut wurde. Jups. So. Länderbahn, man sieht es, sie ist etwas grün. Kann man so sagen, ja. Und hat natürlich auch alle entsprechend epochenrichtigen Ausstattungsdetails. Das heißt in dem Fall keinen Turbogenerator, sprich keine Lichtmaschine, sondern Petroleumlampen, die auch deutlich größer sind als die anderen Lampen. Sie hat keinen Sand, beziehungsweise eine andere sozusagen Verdomung wie die anderen. Ja. Und was mir halt immer sehr gleich auffällt, den niedrigen Kohlekasten. Ja, die sind nicht so weit gefahren sozusagen, oder? Soweit ich weiß nicht. Mir persönlich gefallen natürlich die hohen besser, aber das ist Geschmackssache. Entscheidend ist natürlich, dass in der Lok alles so dran ist, wie es auch im Vorbild war. Ja, sieht man auch wirklich wunderbar. Und diese Lok hat ja auch eine Besonderheit, liebe Freunde. Sie hat nämlich noch einen Überhitzer dran. Ja, richtig, der ist auf der linken Seite zu sehen. Auf der linken Seite zu sehen. Ich hole mal die Lok schnell zurück. Hier auf der linken Seite, es ist nur an der Lok angebaut. Ja, richtig. Bei der Länderbahnvariante. Korrekt, weil es auch nur da war. Genau. Wunderschönes Modell. Wie gesagt, über die Detaillierung haben wir gesprochen und über die Unterschiede zu den anderen Maschinen auch gerade. Es fängt schon bei den Lampen an, bei den Domen und hinten bei dem Sandkasten. Aber sonst ist die Form ziemlich identisch, denke ich mal. Da wird also nicht viel Unterschied geben. Ja, natürlich. In echt ist die gleiche Lok. Wie gesagt, der Albtraum ist natürlich in der Fertigung und der Konstruktion, dass es unterschiedliche Kessel sind. Und das kann man vielleicht mal noch zeigen, wenn man jetzt zum Beispiel mal die ganz moderne daneben hinstellt. Da sieht man es natürlich gleich. Ein Dom mehr, komplett andere Verrohrung, auch ein anderes Dach im Führerstand natürlich. Ne, das hat ein Runddach, das hat jetzt schon das moderne Dach gekriegt. Die Glocke ist woanders hingewandert. Dann haben wir hier natürlich den Turbogenerator, einen ganz anderen Schlot. Und was man natürlich jetzt gerade bei der Lok noch sagen muss, bei der Epoche 4 hat man natürlich die Indusi-Magneten noch mit dran, mitsamt diesem außenliegenden Steuerkasten, den es sonst auch noch nicht gab. Das ist also auch nicht einfach umzusetzen gewesen, gerade weil der Indusi-Magnet dummerweise genau auf Höhe einer Achse liegt. Genau. So, und weil wir gerade bei der Epoche 4 der Deutschen Bundesbahn-Ausführung sind, ich nehme mal die Länderbahn beiseite, haben wir natürlich auch die Epoche 3 der Deutschen Bundesbahn. Und da sieht man das auch wirklich ganz deutlich, was Jürgen gerade ansprach mit dem Indusi-Magneten. Ich stelle die mal so ein bisschen vom Führerhaus ein bisschen zusammen. Sie sehen also auch hier nochmal ganz deutlich die extra hoch angesetzten Kohlekästen, denn die Deutsche Bundesbahn musste ein bisschen weiterfahren als die Länderbahn, also mussten etwas mehr Kohlevorräte sein. Hier sehen Sie das ganz deutlich. Hier fehlt der Indusi-Magnet. Das war damals noch nicht so, da musste noch gedacht werden und aufgepasst werden, dass wir das Signal nicht überfahren. So, und jetzt kommt gleich nochmal die
Epoche 4-Variante der Deutschen Bundesbahn ins Bild. Und da sehen Sie dann natürlich auch, sieht man den von der Seite? Nee. Doch, ja, den Usima geht, sieht man sehr deutlich. Das ist dieses Teil, was fast bis auf die Schiene runterhängt. Genau, so hier sehen Sie es also, das ist der feine Unterschied. Ansonsten sind die beiden Maschinen identisch. Weitgehend, ja. Ja. So, und da wir ja die Deutsche Bundesbahn erwähnt haben, jetzt wollen wir die Deutsche Reichsbahn-Fans nicht länger auf die Folter spannen. Wir hatten ja auch gesagt, diese Maschine gibt es als Deutsche Reichsbahn-Variante. Epoche 2 DRG, ja genau. Ja, so und später kamen dann noch Windleitbleche dazu. Das hat dann die Deutsche Reichsbahn in der DDR gemacht. Genau. Die Lok mal, ich werde die mal beiseite nehmen, dass wir das mal sehen. So, hier haben wir also jetzt die DRG-Variante. Das wird also die Leute freuen, die also auf Deutsche Reichsbahn, Deutsche Reichsbahngesellschaft abfahren. Ja, gibt es denn eventuell noch die Möglichkeit, weil ja Windleitbleche waren ja mal irgendwo angesagt bei der Lok? Also die Lokomotive ist ja weit in Europa rumgekommen. Mhm. Ja, ich weiß. Muss man es mal so sehen. Also es fehlen ja natürlich noch einige Varianten. Also es fehlt zum Beispiel die DR-Variante komplett für die Deutsche Reichsbahn nach 1945 eben. Jetzt? Und auch ein paar Auslandsvarianten, weil natürlich einige Lokomotiven als Reparationsleistungen nach dem Ersten Weltkrieg in westeuropäische Bahngesellschaften gegangen sind. Genau. Wir haben uns aber entschlossen, jetzt beim ersten sozusagen, bei der ersten Produktionsauflage jetzt erstmal mit diesen vier Varianten zu beginnen. Mhm. Das sind letztendlich die beliebtesten grundsätzlich erstmal und bei entsprechendem Erfolg oder Nachfrage wollen wir natürlich auch die noch fehlenden Varianten bringen. Also stellt ihr schon Überlegungen an, das finde ich sehr gut. Also die Deutsche Reichsbahn DRG-Variante hier gerade auf unserem Drehteller. Dann würde ich sagen, Jürgen, machen wir mal Strom auf die Schiene legen. Mit welcher fangen wir an? Ich würde sagen, fangen wir gleich mit der Epoche 4 Lok an. Der Deutschen Bundesbahn. Ja, richtig. Dann nehme ich mal die. So, liebe Freunde, jetzt haben wir die Lokomotiven, alle vier Varianten, die jetzt als Sommerneuheit in den Handel kommen, auf unser Radau-Krach-Modell gestellt. Sie hören, die arbeiten schon mächtig, die Maschinen. Bevor wir da aber ins Detail kommen, will ich sie natürlich alle mal rauchen sehen, denn eine Dampflok muss qualmen. Also, schalten wir sie der Reihe nach mal an. Könnt mir vorstellen, dass das jetzt ein Wahnsinnsbild ergibt. Guckt euch das mal an. Alle vier Dampfloks unter Dampf. Wo hat man sowas schon gesehen? Und gleich noch vier Maschinen dieser Baureihe 78. Ein seltenes Bild. Ja, sie arbeiten sich schon langsam warm. So, und mit diesem Bild, liebe Freunde, gehen wir jetzt rüber auf unsere Vorführanlage und werden dann im Detail die Lokomotive, was er alles kann und wie sie es macht, vorstellen. So, liebe Freunde, wir haben jetzt unsere Lokomotiven auf unser Vorführdiorama gestellt, um Ihnen die wichtigsten digitalen Funktionen vorzustellen. Sie sehen jetzt zwei Lokomotiven. Und die schalten wir jetzt mit F0 mit vorbildgerechtem Licht an. Und Sie sehen, eine Lokomotive der Epoche 2 hat ein 2-Lampen-Spitzsignal und Epoche 4 mit 3-Spitzsignal. Genauso auch hier ist das vorbildgerecht geschalten. Ja, und Schlusslicht ist klar, fahrtrichtungsabhängig. Das wäre jetzt F0. Mit F1 schalten wir das Fahrgeräusch ein und aus und mit F2 die Pfeife. So, wobei wir dazu bemerken müssen, mit F2 der Pfeife, länger sie drauf bleiben, umso länger pfeift natürlich die Lok. Also es gibt hier keinen kurzen und langen Pfiff, sondern das hängt von Ihrem Zeigefinger ab. Dann das Wichtigste, wir hatten es vorhin schon mal gezeigt, bevor wir die Loks draufgestellt haben. Die Funktion F3 ist der Rauchgenerator mit automatischen Ausblasen des Zylinders beim Anfahren. Thank you.
So, die nächste Funktion, F9, Glocke. Mit F10 setzen wir die Kohleschaufel in Bewegung und die Feuerbüchse flackert. So, mit der Funktion 15 schalten wir die Triebwerksbeleuchtung ein bzw. aus. So, ein kleiner Gag am Rande, wer nicht weiß, wie ein Schaffnerpfiff sich anhört, bitteschön mit F16 der Schaffnerpfiff. Mit F22 eine sehr interessante Funktion, der Injektor. Mit F4 kommt jetzt wieder etwas Bewegung ins Spiel, liebe Freunde. Jetzt wird nämlich abgekuppelt. Von den insgesamt 31 Funktionen stelle ich Ihnen jetzt noch als Ausschnitt die Funktion 23 und 24 vor. Das sind die Ansagen. Türen schließen. Vorsicht. Abfahren. Jawohl, abfahren. So, mit diesen umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen in der Vorstellung an dieser Lokomotive, liebe Freunde, sind wir ja nahezu am Ende unserer Präsentation der preußischen T18 angekommen. Und nun möchten Sie wahrscheinlich noch wissen, die Artikelnummern und was es kostet. Legen wir los. Legen wir los. Legen wir los. Mit der Artikelnummer 31180 ist die Dampflok mit der Loknummer 78443 der Deutschen Bundesbahn erhältlich in der Epoche 3. Sie gibt den Vorbildzustand um 1964 wieder. Dann mit der Artikelnummer 31181 die Baureihe 078164 der Deutschen Bundesbahn, also schon mit der neuen EDV-Nummerierung, und das sagt uns Epoche 4. Korrekt. Korrekt. Vorbildzustand um 1971. Dann mit der Artikelnummer 31182, mit der Loknummer 8404 Essen. KPEV, die wunderschöne, detaillierte grüne Lokomotive, Vorbildzustand um 1916, also Epoche 1. Ja, und last but not least, mit der Artikelnummer 31183, mit der Loknummer 78149 der DRG, Epoche 2, Vorbildzustand um 1935. So, wir haben aus berufenem Munde gehört, ab Anfang Juli im Handel erhältlich. Genau, in dem Moment, wenn Sie dieses Video sehen, werden wir die Auslieferung der Lokomotiven bereits gestartet haben. Die Lokomotiven sind alle 4 bei uns schon im Lager und natürlich gilt auch wie bei allen anderen ESO-Loks, wer zuerst bei seinem Händler bestellt, der wird zuerst malen, wie man so schön sagt, ja, im Sprichwort. Wir haben hoffentlich genügende Erstmengen auf dem Lager, aber wir haben uns schon die letzten paar Male sehr verschätzt. Mhm. Aber wie wir auch schon gesagt haben, es werden nicht die letzten Varianten sein, die wir da machen. Mhm. Ja, und ja, der Preis. Der Preis, das heißt, da wird interessant, die UVP, lieber Jürgen. Genau, ich danke, dass du nachgefragt hast, Frank. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Lokomotive wird 599 Euro betragen. Und das ist ja auch ihr Geld wert, denke ich mal. Das hoffe ich sehr. Schauen Sie sich das Ganze auch beim Fachhändler gern an. Mhm. Wir glauben, dass wir es einen sehr, sehr fairen Gegenwert für das Geld liefern. Mhm.
Und mir persönlich macht die Lok wirklich viel Spaß zum Fahren. Ja, und das haben wir Ihnen ja auch hoffentlich rübergebracht, liebe Freunde. Ich hoffe, wir haben Ihnen auch ganz, ganz viel Appetit gemacht. Und als Schlusswort möchte ich das Wort zum Sonntag. Es ist immer wieder toll, dass ESO es gelingt, uns Modellbahner im Laufe des Jahres tatsächlich noch zu überraschen. Vielen Dank, lieber Frank, für diese netten Worte. Ich hoffe das natürlich sehr, dass die gut ankommt, die Lok, und ich freue mich auch drauf. Das war's, liebe Freunde, für heute. Neuheitenvorstellung Baureihe 78 von ESO mit allen drum und dran. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich bei Jürgen, dass du dir ganz, ganz viel Zeit genommen hast, um mit mir gemeinsam diese Lokomotive zu präsentieren. Und ich denke, das wird bei den Zuschauern gut angekommen sein. Vielen Dank, lieber Frank. Und auch noch als allerletztes nochmal ein Dank an die Modellbundesbahn Jawohl. Nach Brakel geschickt. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, auf dieser ganz tollen großen Anlage die Lok sozusagen im natürlichen Revier mal fahren zu lassen. Und ich kann auch nur allen Zuschauern mal raten, da mal hinzugehen. Es lohnt sich. In dem Falle. Das war's also. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Jürgen Lindner und Frank Puttig. Machen Sie es gut.